Moin Leute, mein Name ist Koi und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Weihnachten ist ja die Zeit der Top-Listen und deswegen gibt's auch von mir ein Top-Video. Und zwar die Top 5 Lieblingsbuilds in 2022. Das heißt also die Builds, die ich in 2022 gespielt habe, was waren da meine Favoriten? Ihr seid natürlich auch gefragt, was sind eure Favoriten? Was ist euer Lieblingsbuild? Gibt's überhaupt ein Lieblingsbuild? Man kann ja so viel verschiedenes Geiles spielen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genug der Vorrede, los geht's mit dem Video. Platz Nummer 5. Die Todesaura Okkultistin. Wir fangen an mit einem Walking Simulator. Warum ist das ein Walking Simulator? Weil mit der namensgebenden Todesaura ganz automatisch eine Menge Chaosschaden über Zeit an die umliegenden Gegner verteilt wird, sodass wir nur noch rumlaufen müssen. Das ist die eine spaßige Komponente. Die andere natürlich Gegnerexplosionen. Aufgrund der Okkultistin explodieren Gegner und fügen auch nochmal Chaosschaden rundherum zu. Das ergibt ein extremst befriedigendes Spielgefühl, wenn man einfach in die Monstermenge läuft und alles explodiert von selbst. So gute Clear kommt natürlich zu einem Preis. Der Schaden der Todesaura ist selbst nicht allzu groß, daher müssen wir noch auf einen zweiten Skill zurückgreifen, um auch härtere Gegner und Bosse legen zu können. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Brustrüstung, die Todesaura erstmal mitbringt, die man auch erst mit höheren Level nutzen kann. Diesen Build gibt es auch schon seit Jahren und macht immer noch sehr viel Spaß, sollte also jeder mal gespielt haben und ist völlig zu Recht auf dieser Liste. Platz Nummer 4. Lichtbogen-Assassine. Platz Nummer 4 ist ebenfalls ein alter Klassiker, zumindest der Skill. Die meisten werden wohl in ihrer PoE-Anfangszeit früher oder später mal mit Lichtbogen gespielt haben und sich dann hoffentlich in ihn verliebt haben, so wie ich. Dieser verkettende Blitz macht einfach sehr viel Spaß zu spielen und dank der Buffs bezüglich des Per-Hand-Zauberns funktioniert das besser denn je. Insbesondere das Leveling durch die Story ist eine absolute Wucht. Wenn ihr Anfänger seid, könnt ihr diesen Build auf jeden Fall mal ausprobieren. Man muss den Skill nicht als Assassine spielen, die berühmteste Variante ist ja mit der Elementaristin. Ich wollte damals aber Energieladungen stacken und konnte so über den Assassin auch im Endgame richtig soliden Schaden rausholen, sodass das Komplettpaket mir auch heute immer noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Man kann ihn gut als Starter spielen oder auch als zweiten Charakter, dass man mit Leveling-Ausrüstung noch schneller durchflutscht. Die Stärke liegt natürlich in der Clear, aber auch Bosse sind zu meistern. Ein ziemlich nicer Allrounder, der gut aussieht und viel Spaß macht. Und wenn man unbedingt will, kann man hier auch noch Gegner-Explosionen reinpacken, wodurch das Ganze natürlich noch spaßiger wird. Platz Nummer 3. Höllenschlag Berserker. Ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Bild überhaupt was sagen muss oder ob ihr erkennt, warum dieser Bild natürlich einen Podiumsplatz ergattern konnte. Hier spielen drei Faktoren eine Rolle. Nummer 1, die Gegnerexplosion. Hatte ich schon erwähnt, wie sehr ich Gegnerexplosionen mag? Höllenschlag hat diese bereits mit eingebaut und man kann den Skill schon früh in den Akten spielen, sodass man sogar schon beim Leveln die Explosionen genießen kann. Nummer 2, die Optik. Mit dem Herold der Asche-Effekt, den man sich zugegebenermaßen für teuer Geld kaufen muss, sieht dieser Bild und die Explosion einfach unfassbar gut aus. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht direkt Bock darauf kriegt, wenn ihr das seht. Und Nummer 3 ist unsere Waffe. Hier nutzen wir nämlich die legendäre Waffe Onigoroshi, die im allerersten Gebiet des Spiels erfahrbar ist. Diese Waffe ist deswegen so cool, weil sie mit uns redet. Entlang der Story hat sie immer mal wieder was zu den einzelnen Bossen zu sagen und kommt mit ziemlich neckischen Sprüchen um die Ecke. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. So kommt auch dieser Bild mit Nachteilen einher. Es ist ein Nahkampfbild und leider haben in den letzten Monaten Nahkampfbilds wenig bis gar keine Liebe bekommen, sodass wir hier gute Ausrüstung brauchen, damit es auch wirklich alles so flutscht. Ich habe damals mit dem noch nicht genervten Omniscience-Amulett gespielt, um eben für soliden Schaden zu sorgen. Cool ist aber auch, dass man das Schwert schon direkt ab Level 1 nutzen kann und es mit den Leveln zusammen skaliert. Sollte man also auch mal gemacht haben. Platz 2. Blitzpfeil Scharfschützin. Diesen Bild habe ich Anfang des Jahres gespielt und direkt zum Bild des Jahres gekrönt.
Nun, für Platz 1 hat es dann doch nicht gereicht, aber meine Güte, hatte ich einen Spaß mit Blitzpfeil. Den Skill hatte ich tatsächlich entdeckt, als ich das Heist-Event letztes Jahr gezockt habe. Ohne den Skill hätte ich das Event wohl schon nach einer halben Stunde beendet. Was den Blitzpfeil so göttlich macht, ist die Tatsache, dass bei Treffer eines Gegners auch direkt die Gegner drumherum von Blitzen getroffen werden. Mit vielen Projektilen und so weiter entsteht so ein fantastisches Clear-Gefühl. Außerdem wurden zu dieser Zeit Bögen generell gebufft, sodass sie mehr Schaden mitbringen. Und plötzlich war auch der Boss-Schaden ziemlich nice. Dank der Scharfschützen sind wir auch noch schön schnell unterwegs. Wir springen herum, überall blitzt es und gewittert und es ist einfach toll. Ich habe den Bild damals sogar in zwei Varianten gespielt und beide waren phänomenal. Auch wenn hier dieses Mal keine Gegner explodieren, hat dieser Bild zu einem meiner absoluten Lieblingsbuilds überhaupt in Path of Exile gemausert. Bogenbuilds machen mir generell sehr viel Spaß und dieser allen voran. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, nochmal schnell zwei Builds, die mir auch sehr viel Spaß gemacht, die es aber trotzdem nicht ganz auf die Liste geschafft haben. Einerseits die Zerreißen Jägerin. Zerreißen ist auch ein Nahkampfskill, der sich aber durch die Wahlvariante gar nicht so sehr danach anfühlt. Zerreißen feuert so eine Art Bogen vor sich, der die Gegner trifft. Damit der Bogen aber schön groß bleibt, müssen wir konstant Gegner angreifen. Also müssen wir entsprechend schnell sein. Wer ist schnell? Die Jägerin. Zu dieser Zeit hatte ich mir sogar einen Headhunter-Gürtel geholt und diesen Bild damit gespielt und das hat echt Bock gemacht. Es ist ein bisschen stressig, ständig so schnell wie möglich zu den nächsten Gegner zu hechten, macht aber auch echt Bock, wenn es funktioniert. Ist leider ein typischer Nahkampfbild, braucht also etwas mehr Investment, als mir persönlich lieb wäre. Die zweite Honorable Mention ist der Autobomber mit dem Herold des Donners. Das ist ebenfalls ein Walking Simulator wie der erste Bild dieser Liste. Unser Herold des Donners verschießt quasi automatisch Blitze auf die Gegner und oh Wunder, sie explodieren dann. Ich kann mich daran erinnern, dass ich allerdings einmal öfter gestorben bin beim Spielen, weswegen die Todesaura in dieser Liste ist und nicht dieser Bild. Er macht aber auch sehr viel Spaß und empfehle ich mal auszuprobieren. Nun aber das große Finale mit Platz Nummer 1, Wirbelsturm und Eisnova. Das kommt jetzt wahrscheinlich für die meisten wenig überraschend. Dieser Bild ist nicht nur dieses Jahr mein Lieblingsbild, sondern ist generell mein absoluter Lieblingsbild in PoE. Wirbelsturm sorgt für ein angenehmes Spielgefühl in so ziemlich jedem ARPG. Und hier lösen wir automatisch noch die Eisnova aus, wenn wir Gegner kritisch treffen, sodass alles eingefroren wird bzw. direkt stirbt. Normalerweise habe ich diesen Bild immer als Assassinen gespielt, dieses Jahr allerdings habe ich den Inquisitor rausgepackt, der mit seinen ganz eigenen Vorteilen daherkommt. Insbesondere seine Tankiness aufgrund massivster Lebens- und Energieschildregeneration. Der Archetyp dieser Builds wurde in der Vergangenheit immer mal leicht angepasst, aber ich bin sehr froh, dass diese Builds immer noch sehr gut spielbar sind. Der Build macht Schaden, hält ein bisschen was aus und sieht mit den richtigen Effekten auch noch richtig schick aus. Was soll ich mehr sagen? Ich liebe diesen Build. Er braucht allerdings auch bestimmte Gegenstände, damit er gut funktioniert. Es ist also kein wirklicher Starterbild oder Anfängerbild. Aber irgendwann in eurer PoE-Karriere solltet euch mal für diesen Build entscheiden. Das war meine Top-Liste für 2022. Was sind eure Top-Builds? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und direkt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder live auf Twitch in meinem Stream sehen. Macht's gut und guten Loot!